Schöne Stimme hast. Oh, ich habe eine sehr schöne Stimme. Großartig, aber du musst auch sehr fleißig sein. Fleißig? Ja. Ja, also ich bin eigentlich auch manchmal fleißig. Sehr gut, ja. Und wo lerne ich das? Das lernst du in der Musikschule oder bei einem privaten Lehrer. Mhm. Und dann musst du zur Uni gehen und studieren. Studieren? Also 4 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master. Gesang studieren? Ja, Gesang studieren. Und vielleicht... doch nach dem Studium musst du auch weiter lernen. Immer weiter lernen? Immer weiter lernen. Und das hört nicht auf? Nee, gar nicht. Niemals. Aber dann kann ich so laut singen. Ja. Und das macht man dann an der Oper. Ja, genau. An dem großen Operntheater. Toll. Und da gibt es dann ganz viele, die immer so fleißig waren und immer schon gesungen haben. Ja. Toll! Sag mal, wenn du so laut singen kannst, kannst du dann auch solche Töne machen, dass das Glas zerspringt? Naja, das ist so eine Szene aus den Comics oder aus den Zeichentrickfilmen. Aber eigentlich. Das stimmt gar nicht! Nee. Ha! Das stimmt gar nicht, liebe Kinder! Man kann gar kein Glas mit Singen kaputt machen! Ich hab's immer gewusst! Huhu! Sag mal, kann ich als Kind auch schon so Opernsänger sein? Naja, es gibt diese Knaben, Jungs-Knabenchöre oder Kinderchöre und ja, da könnte man sozusagen lernen, wie man singt und so, aber richtig so ganz laut und openhaft zu singen, ist es besser nach der Mutation. Mutation? Oh, ich mutiere mal, Moment! Was ist denn Mutation? Mutation ist, es ist nicht so gefährlich, es ist einfach ein natürlicher Prozess, in dem die Kinderstimme in die Erwachsenenstimme wechselt. Bei Jungs ist das sehr deutlich zu merken, sie werden so von den hohen Stimmen in ganz tiefe. Ah, der Stimmbruch! Ja, genau. Ah, erst habe ich eine Kinderstimme und dann habe ich eine Erwachsenenstimme. Ja, genau. Und dann kann ich Operngesang studieren. Genau. Und dann brauche ich doch bestimmt ganz viel Technik, so heißt das doch, oder? Ja, absolut. So heißt das, dass Technik ist, unter Technik ist gemeint das Wissen, die man braucht, um also alle Muskeln, die beim Singen beteiligt sind, zu bewegen. Dann bist du ja eine Sportlerin, wenn du Muskeln brauchst. Ja, genau. Also manche vergleichen Gesang mit Hochleistungssport. Und wo, welche Muskeln brauchst du? Oh, da sind viele Muskeln hier im, im Larynx, genau, und auch im Gesicht. Oh, die Lachmuskeln! Ja, genau, stimmt, genau. Auch im Körper, so, damit man seinen Atem übt. So. Atem üben musste ich auch bei der Trompete, da braucht man ganz viel Luft. Genau, und für Gesang braucht man das auch. Oh, toll. Sag mal, kannst du mir so eine Übung mal zeigen? Ja, gerne. Es gibt so eine Übung, die heißt Sirene. Oh ja, Sirene klingt gut. Ja. Lalü, lalü, lalü. So. Nicht genau so. Also es ist eher so eine diskrete Sirene, würde ich sagen. Diskrete Sirene? Ja. Bin ich super, muss ich lernen. Ja. Sag doch mal, wie geht denn die diskrete Sirene? Ja, so. Ich will auch mal. Moment.
vielleicht könntest du so probieren, wie eine Hexe zu lachen. Oh ja, wie eine Hexe. Oh ja, wie geht das? Ja, zum Beispiel so. Oh, das brauche ich für den Operngesang zum Lernen. Ja, ja. Die lachen alle wie Hexen. Ja, ja. Oh, aha, ich probiere. Okay. Na, du klingst wie eine gute Hexe. Du bist wie eine böse Hexe. Eine böse Hexe? Ja. Oh, okay, ich probiere nochmal. Okay. Nicht so ganz so, eher so, vielleicht versuchst du eher zu klingen so wie ein Lämmchen, so. Ja, genau. So. Oder. Das ist gar nicht so leicht. Nee, ist nicht leicht. Ich sehe schon, jetzt weiß ich, warum man üben muss. Ja. Sag mal, wie laut kann denn so ein Opernsänger oder eine Opernsängerin werden? Ja, da wir jetzt die Sirene erwähnt haben, so vielleicht wie eine Sirene von dem... Von der Feuerwehr? Ja, genau. Oh, so laut? Ja. Meine Güte, so dann kannst du aber nicht zu Hause üben. Nee, leider nicht. Meine Nachbarn mögen nicht die Oper und dann muss ich zur Musikschule kommen. Aber warum muss man denn das überhaupt so laut singen? Man muss so laut singen, damit man in einem großen Opernhaus gehört wird. Damit die Leute, die in der letzten Reihe sitzen, die Opernsänger hören können. Ah! Genau. Lala! So? Frau, sehr gut. Ah, ich glaube, ich muss doch Opern singen zusammen. Sag mal, können wir auch ein Stück zusammen singen? Ja, sehr gerne. Oh ja, machen wir wieder was Schönes? Ja, auf jeden Fall. Eins, wo man so hoch singen muss? Ja, lass uns probieren. Hast du eigentlich eine Idee? Ja, vielleicht der Hölle Rache kommt in meinem Herzen aus der Zauberflöte. Ja, das ist der Mozart. Mozart haben wir schon ganz viel gemacht. Das ist so schön. Ja, finde ich auch. Gut, dann mache ich mich mal bereit, okay. Ja? Und dann legen wir los. Ja, sehr juhu, gerne. Bis gleich. Bis gleich. So, dann machen wir uns jetzt mal den Groove. Ja. Ein A bitte. Der helle Rachen kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung. Wenn du mich hier fühlst, ich durch dich. Zarathustra, Todesschmerzen. Zarathustra, Todesschmerzen. So bist du. Ja, du warst schön. Vielen Dank. Bis dann.